Servus, ihr Fuhrfantastischen da draußen zu Fuhrfantastik Trainer Wissen. Heute beschäftigen wir uns mit der Thematik des Außenseiters. Näheres erfahren Sie jetzt. Umgang mit Außenseiter. Zur Vereinfachung wird die männliche Form benutzt. Alle Geschlechter sind ausdrücklich mit eingeschlossen. Was ist denn überhaupt ein Außenseiter? Also zum einen gibt es die Gruppe, die sind gut untereinander vernetzt, verstehen sich. Und dann gibt es den Außenseiter. Wie der Name schon sagt, ist das eine Person, die am Rand bzw. außerhalb der Gruppe steht. Was könnte sich der Außenseiter denn wünschen? Einmal natürlich stärker zur Gruppe dazuzugehören. Andererseits aber vielleicht auch Außenseiter zu bleiben. Warum könnte er sich denn wünschen, Außenseiter zu bleiben? Lasst uns mal recherchieren. Naja, einmal hat er dadurch weniger Aufgaben und Verantwortung. Vielleicht traut er sich gewisse Aufgaben auch gar nicht zu. Und das andere wäre, er hat vielleicht Angst, negativ aufzufallen, dass Eigenschaften deutlich werden, die die anderen vielleicht gar nicht an ihm mögen oder die er auch nicht erlernt hat und die lieber versteckt bleiben sollen. Was kann ich als Trainer denn jetzt tun? Also, einmal kann ich ein Gespräch führen mit dem Außenseiter. Was wünschst du dir denn? Was vermisst du in der Gruppe? Wo kann ich dich denn unterstützen? Und vieles mehr. Und das andere ist wichtig, dass du keinen Zwang als Trainer zur Integration ausübst. Ja, das Kind muss ich nicht unter allen Umständen integrieren. Wie gerade eben im Video gesehen, heißt Außenseiter nicht gleich, dass diese Person integriert werden möchte. Ich möchte euch als Trainern mitgeben. Thematisiert die Herausforderungen, die durch Stars, Außenseiter und Mitläufer im Team entstehen. Und ermutigt alle Spieler, Spielerinnen, sich aktiv in der Gruppe zu beteiligen, ihre Meinung und Gefühle zu äußern. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fuhrfantastik Trainer Wissen. Bye bye!